Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Risen 3 Titanlords. Ja, wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und wissen nicht genau, was wir jetzt hier machen sollen. Weil ich sehe jetzt auch keinen weiteren Gang mehr und so. In dem Raum gibt's nicht. Das hier ist von der Ausgang. Sind wir in der Wasserstelle gefahren. Auch nicht unbedingt, glaube ich, das. Was? Der Freund. Kommt jetzt auch nicht mehr hier hoch. Ja, das ist praktisch, ne? Wenn man nicht mehr hochkommt. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwie. Nein, da kommt ein Wasserteufel. Ja. Chill out, Alter. Fallen. Ja, hier hoch raus könnte mir auch mal helfen. Ich muss ja auch irgendwas mit dem Wasserfall auf sich haben, ne? Ich will nicht tot. Ich glaube, der hat hier eine Mine gespeichert, wo wir die ganze Mine schieben. Ja, sollte eigentlich. Ja. Ich hoffe, das ist, wo wir schon die Mine geräumt haben. Sonst sind wir da ziemlich, ja, aufgeschmissen, wenn wir das Ganze noch mal neu machen müssen. Aber ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass es klappt und frühzeitig eigentlich wieder das Auto gesaved hat. Wenn nicht, dann ist ärgerlich. Kann man es aber auch nicht ändern. So. Ja. Hat den hier gespeichert. Dann war das Kraut, das hatten wir hier noch nicht. Interessant. Ich gehe nochmal hier runter. Hier konnte ich irgendwas aufnehmen und klettern. Wo kann ich denn hier hochklettern? Kann ich hier drauf klettern? Jo. Hier drauf. Und okay, man kommt mit dem Sprung hier wieder hoch. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich ja nochmal hier runterspringen. Horas geht den Weg da außen rum. Das ist natürlich nicht so effektiv. Und ja. Aber ich weiß jetzt echt nicht, was wir machen sollen. Das ist halt doof. Weil. Da ist ja auf jeden Fall noch was. Aber was wir machen sollen, das ist jetzt nicht unbedingt ganz klar. Nehmen wir den Bergkristall. Klettern hier hoch. Okay, hier können wir auch hoch. Geht's da einfach noch weiter hoch irgendwo? Das müsste eigentlich noch weiter hoch gehen oder so. Aber ich finde hier einfach nichts. Null.
Ich weiß nicht, ich teleportiere mich jetzt mal. Hierhin. Ja. Zur Not können wir einfach wieder uns hier teleportieren. Ist ja nicht so wirklich weit weg. Ja. Ich muss mal gucken, ob wir jetzt, wenn wir jetzt mit Magnus sprechen können. Das ist gut. Hier wurde auch ein Spielchenhalt erstellt. Du weißt schon, wo wir uns mal richtig die Kante gegeben haben. Ich glaube nicht. Eine Sache noch wegen der Minen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde. Doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Also doch. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Ich versuche auch keinen Ärger zu machen. Na schön. Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Okay. Bring mir etwas bei. Das wollte ich eigentlich nicht Was machen. Was möchtest du wissen? Man kann das hier, ja, das hier ist jetzt eigentlich... Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Ich möchte gar nichts wissen. So. Sollen wir beim Messer werfen? Ja. Tatsächlich. Jude Stanley. Okay, 10 Goldmesser. 10 Goldmesser werfen. Komm. Lass uns Messer werfen. Na schön, der Gewinner behält den Einsatz. Los geht's! Also 20 Goldstücke könnte ich gewinnen. Ja, nicht schlecht. Da wirft er erstmal direkt daneben. Ah, du Teufelskerl! Ach nee, es ging anscheinend noch rein. Okay. Ich glaube, wir haben das schon so gut wie in der Tasche. Jetzt werfen wir nochmal hier. Dazu. Mach die Augen auf! Ja, sagst du, legst du im Rückstand. Also ja, wirklich mal. Ich glaube, der trifft das nicht. Der will es treffen. Ah, der will die 3 treffen. Die 4, meine ich. Weißt du, der kann das nicht. Ich flipp gleich aus! Ja, ich möchte 20 Gold gewinnen. Wenn es um Gold geht, dann bin ich gut dabei. Das kann doch nicht wahr sein! 15. Ich habe jetzt bis jetzt nur 5 getroffen, ne? Kann das sein? Ne, 0 am Anfang und dann 5. Weißt ja, aber ich habe schon gewonnen. Was will der? Kommen wir jetzt ab als Ehrentreffer nochmal eine 5. Jawohl. Gewonnen. Jawohl. Ach, du hast doch nur Glück gehabt. Da, nimm das Gold. Dankeschön. Nein, aber vielleicht kann ich Arm drücken mit irgendwem machen. Um wieder ein bisschen was zu holen. Nö. Hier hinten ist auch niemand. Wisst ihr was? Ich teleportiere mich dann einfach mal hier unten hin. Warte mal. Wo? Hier. Weil ich wollte ja mit diesem Gnomen sprechen, ne? Die neue Mine. Wo ist der denn? Ich wollte doch mit dem reden. Dann haben wir schon automatisch eine Quest von ihm bekommen. Kann ich mir natürlich gar nicht vorstellen. Hier ist der Gadi. So, reden wir mal mit Gadi. Hallo, Kleiner. Klein? Gadi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gadi ist 3,75 Fuß groß. Nice. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Du bist wohl ein ganz Schlauer.
Oh ja, Gadi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Warum nicht? Warum nicht? Famo, dann hör Gadi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Keinen? Doch, Homie. Er trägt ja einen im Namen. Rumold. Homie, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine. Und sie ist jetzt sauber. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine. Und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenistet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine. Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. So. Kannst du mir etwas mehr was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gadi kein guter Tief, Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dingi stiehlt. Gnos sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. So. Was kann er denn beibringen? Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Waffentrainer, Panzerknacker, Meisterdieb. Brauchen wir eigentlich jetzt gerade alles nicht. Bring mir was bei. Ach Mann, was möchte Homie wissen? Ich wollte eigentlich nichts wissen. Ich habe mich nur verklickt. Passiert, wenn man schon ein bisschen länger hier aufnimmt. Oh, eine Truhe. Kann man immer gut gebrauchen, ne? Jawohl. War alles Quark. Komm, let's go. Wenn schon, denn schon. So. Und ich gehe mal davon aus, dass der gute Magnus uns eine Belohnung geben wird, dass wir das gesagt haben. Also noch eine für die neue Quest. Schöner Spielstand unerstellt. Magnus ist aber ja, nicht da. Ich bleibe auf jeden Fall hier. Hardwick. Ist das hier Magnus? Wo ist Magnus? Ich darf jetzt auch in die Halle rein, ne? Dann mach ich das mal. Halt! Keinen Schritt weiter! General Magnus hat mir die Erlaubnis gegeben, mit den Magiern zu sprechen. General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Ach ja? Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Muss ich erst den General hierher holen? Nee, lass nur. Ich glaube es dir auch so. Also von mir aus, geh rein, wenn du willst. Na schön. Bist du zu jedem hier so freundlich? Bist du zu jedem hier so freundlich? Na, du bist ja nicht für die Sicherheit der Magier verantwortlich. Wenn irgendetwas schiefläuft oder fehlt, krieg ich einen auf den Sack. Und das für einen Hungerlohn. Ich sehe schon, du stehst total hinter der Sache. Nee, ich sag, du machst das schon. Du machst das schon. Was bleibt mir auch anders übrig? Ich dachte, als Wächter würde ich reich und bekannt werden. Könnte mich nach meinen Heldentaten in der Taverne feiern lassen. Stattdessen stehe ich hier rum und ab und zu kommt irgendein Typ vorbei und will sich mit mir messen. So ist es halt, als Wächter. Wie sieht's aus mit einer Runde Armdrücken? Das war klar. Hast du nichts anderes zu tun? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Aber wir drücken nur einmal. Und zwar um Gold. Und der Gewinner bekommt alles. Und ich sag dir gleich, ich bin immer nur bis mittags in der Taverne anzutreffen. Wenn du später gegen mich drücken willst, vergiss es. Dienst ist Dienst. Ist jetzt mittags? Wir gucken mal, wo er hingeht. Wenn er in die Taverne geht, dann können wir mit ihm drücken. Ja, und jetzt geht er weg und hat keinen Dienst. Geh weg. Okay. Wir werden aber hinter ihm hergehen, weil wir wissen, dass er gleich mit uns anbrückt. Logisch, nicht? Aber als erstes möchte ich im Logbuch. Ach, es gibt noch eine Mine.
Dann muss ich da einfach noch was machen. Aber ich muss noch mit Gardi reden. Ja, mache ich dann auch. Alle zu seiner Zeit. Auf geht's, Arm drücken. Auf 200 geht's. Gold. Eine Runde Arm drücken. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ja. Hinter uns. Glaub ja nicht, dass es einfach wird. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht müssen wir ganz schnell irgendwas. Drücke die Tasten im richtigen Moment und dann ginge. Bin gerade richtig aus dem Konzept gebracht. Scheiße. Ich habe verloren. Jetzt. So, das war's dann wohl für dich. Mach dir nichts draus. Ich bin halt gut. Ich ziehe mich als ungeschlagener Sieger zurück. Geh noch eine Runde, komm. Geh weg. Ich will aber noch eine Runde. Geh weg. Wann? Geh weg. Geh nicht weg. Geh weg. Ich möchte aber nicht weggehen. Mann. Können wir mit Roderich nochmal hier machen. Nee. Das ist ärgerlich. Jetzt haben wir wieder schön was an Gold hier verloren. Aber wir werden noch kurz einfach hier das machen. Da können wir nicht teleportieren, aber da können wir teleportieren. Wir werden jetzt einfach schnell dann nochmal zu Gardi gehen. Das sollen wir anscheinend machen. Ja, machen wir das halt. Besen, Teufelsstress oder was? Besser ist das. Messerwerfen bin ich besser. Ich check nicht, was ich da am Ende machen soll. Sah ja ganz gut aus eigentlich. Aber am Ende da, ne, check ich nicht. Hier wird anscheinend geschürft, Gardi. Was sollen wir denn jetzt machen? Handelst du auch mit Waren? Handelst du auch mit Waren? Tredo, Yippie-Pumi! Was sollen wir denn mit Gardi machen hier? Warte mal. Kann ich nicht jetzt einfach wieder zurück und mit Magnus reden? Oder geht das nicht? Sollte doch eigentlich gehen, oder nicht? Wenn Magnus denn da ist. War er ja eben nicht. Doch, er ist da. Dann kann ich glaube ich auch mit ihm reden, das ist alles gerade ein bisschen komisch. Eine Sache noch wegen Eine der Minen. Sache noch wegen der Minen. Ja? Gardi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Gardi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Oh, das ist jetzt wieder reingekriegt mit dem Armdrücken. Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Ja, die einen erfreulich, die anderen eher weniger. Wie auch immer, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Gute Arbeit. Mein erster Eindruck von dir war ja eher... Na, sagen wir, du hast durch deine Leistungen überzeugt. Welche Entlohnung wäre für deinen Dienst angemessen? Nichts. Ist er beim Messerwerfen? Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar. Will er wer andrücken? Hey du, ich weiß, wer du bist. Ach ehrlich? Ja, du bist doch der vor kurzem hier vor Anker gegangen ist und ich weiß auch, was du willst. Und, was will ich? Na, unsere Kristalle. Und wenn du die Magie lernen willst, wirst du sie auch brauchen.
Aber du musst sie dir verdienen, also komm nicht auf die Idee, uns zu beklauen. Wie kann ich mehr Kristalle verdienen? Wie kann ich mehr Kristalle verdienen? Tja, ich würde sagen, du brauchst einen starken Arm. Lass mich raten. Dann fehlt mir nur noch eine Spitzhacke. Genau. Aber wenn du was riskieren willst, biete ich dir eine Wette an. Sprich weiter. Eine Runde Armdrücken gegen mich. Ja, wenn du gewinnst, überlasse ich dir ein paar Kristalle. Was willst du als Einsatz? Behalt dein Gold. Es reicht mir, dich zu besiegen. Wirklich? Okay. Weißt du was? Wenn du verlierst, lässt du eine Runde Grog für die Jungs springen. Was kostet mich das? Mit 300 Goldstücken bist du dabei. Und nur damit du es weißt, wenn du verlierst, war's das mit den Kristallen. Also, fordere mich in der Taverne nur heraus, wenn du wirklich das Zeug dazu hast. Drücken wir um deine Kristalle. Gut, aber denk dran, wenn du verlierst, gibt es keinen Trostpreis. Keine Kraft in den Armen, keine Kristalle. Also, streng dich an und zeig, was für ein Kerl du bist. Ich weiß, das ist jetzt alles hier ein bisschen... immer hier Geld raushauen. 3, 1. Hä, wie geht das? Ich check's nicht. Nächstes Mal drücke ich dies am Ende nur noch einmal. Hä? Ach, das muss dann noch weiter. Ich möchte meine 300 nicht wieder verlieren. Was muss ich da am Ende machen? Muss ich da gar nichts drücken? Ich check's nicht. Was muss ich am Ende machen? Ich kann ja jetzt eigentlich nur verlieren. Weil ich nicht weiß, was ich am Ende machen muss. Oh.
Also, ne, ich weiß halt wirklich nicht, wie ich das am Ende machen muss. Also, ne, ich weiß ja wirklich nicht, wie das gehen soll. Check's echt nicht. Ich lass jetzt verlieren. Also. Nee, ich weiß echt nicht, wie das gehen soll. Das war dann wohl nichts. Aber mach dir nichts draus. Ich bin halt gut. Schnapp dir eine Spitzhacke und trainier deine Arme. Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Bist wohl auf den Geschmack gekommen, hä? Also gut, pass auf. Ich spiele nur um kleine Einsätze. Will ja nicht irgendwann bei den Jungs hier in der Kreide stehen. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Fordere mich am Tisch heraus und es kann losgehen. Ja. Ich mach einmal Ende. Warum kann ich nicht Ende machen? Ich speichere erstmal. Und was ist das? Also, bis dahin und ciao, Leute.